Mein Name ist Nuria Frey. Ich bin ausgebildete Geografin und arbeite seit fast anderthalb Jahren als Komondo-Fachperson in Cusco, Peru. Und am Piuraisee, den man im Hintergrund sieht. Der See ist extrem wichtig für die Stadt Cusco, weil ein beträchtlicher Teil des Trinkwassers für die Stadt Cusco kommt von diesem See. Peru ist eines der am meisten betroffenen Länder vom Klimawandel. Und wir merken es sowohl in den Anden, wo wir gerade sind, wie auch in anderen Regionen vom Land, wie sich der Klimawandel auswirkt, zum Beispiel mit plötzlichem Hagelschlag, mit variableren Niederschlägen oder Niederschlägen, die kommen, wenn eigentlich Trockenzeit ist oder umgekehrt, aber insgesamt eine Tendenz mit weniger Niederschlägen. Darum wird das Thema Wasserversorgung immer wichtiger, insbesondere auch durch das Wachstum der Stadt Cusco und das enorme Tourismuswachstum, das wir hier in der Region erleben. Meine Partnerorganisation Centro Bartolomé de las Casas hat ein Projekt am Piuraisee, wo es um die Anpassung des Wassermanagements an den Klimawandel geht, mit verschiedenen Elementen wie Workshops, Weiterbildungen, wie das Wassermonitoring, wie Geodaten sammeln, Daten über Wasserqualität, vor allem über Bodenqualität, die wir dann verwalten und schafft da am Piuraisee, um ein nachhaltiges Wassermanagement erreichen und dass die Wasserversorgung weiterhin garantiert sein soll, aber auch für die Leute, die rund um den See wohnen, die Wasser von ihren eigenen Quellen nehmen und nicht vom See, weil der von Cusco bestimmt ist und durch das nicht immer gleich viel Wasser zur Verfügung haben. Ich finde es schön, wenn wir das Projekt gemeinsam durchführen mit meinem Team, mit meiner Partnerorganisation und mit mir. Ich denke, wir ergänzen uns fachlich sehr gut und auch von den sonstigen Erfahrungen, die wir haben. Und dass das sehr gewinnbringend ist für unser Projekt. Ich finde es auch sehr schön, der gegenseitige Austausch von Komondo und sich auf Augenhöhe begegnen, dass beide Seiten ihr Wissen einbringen, ihre Kenntnis und dass wir somit weiterkommen. Schön finde ich auch an der Arbeit mit Komondo, dass nicht nur in Peru bleibt, was ich zusammen mit meiner Partnerorganisation erreiche, sondern dass auch in der Schweiz verschiedene Veranstaltungen stattfinden und über die Arbeit, die wir als Fachpersonen im Ausland leisten, mit Komondo berichtet werden.